Von der dritten Liga in die Regionalliga Bayern, in der es für die Spielvereinigung Unterhaching nach der Winterpause einfach nicht laufen will. Auch im zweiten Spiel nach eben der Unterbrechung durch die Winterpause verloren. Die Unterhachinger stehen noch stabil im Tabellenmittelfeld, sind aber nun natürlich bemüht, das Ganze etwas umzudrehen und endlich wieder Erfolge und Punktgewinne feiern zu können. Es war eine Schlüsselszene, als Unterhachings Torwart Kevin Darmstädter der Ball über den Fuß rutschte, die Situation bei der Spielvereinigung widerspiegelt. Es gibt einfach viel zu viele kleine individuelle Fehler. Dabei hatten die Hachinger im ersten Heimspiel nach der Winterpause gut begonnen. Klar war zu erkennen, dass die Mannschaft mit Druck im eigenen Stadion agieren wollte. Doch wieder einmal gaben die Hachinger ein Spiel aus der Hand. Dabei nutzte der VfB Eichstätt einfach die Unsicherheit im Spielaufbau der Hausherren. Das 1:4 ist die zweite Niederlage im zweiten Spiel nach der Winterpause. Dadurch bleiben die Hachinger als Achter weiter im Mittelfeld der Regionalliga Bayern stecken. Normalerweise ist er der Fels in der Brandung in der Innenverteidigung bei der Spielvereinigung Unterhaching. Aber auch Dave Pissot konnte die Niederlage gegen ihn nicht verhindern. Dennoch hat er sich Zeit genommen heute. Dave, servus erst einmal. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du, ich bin froh, dass du sagst, okay, auch nach so einem Spiel, klar, ich stelle mich, weil die Situation, die muss man ja auch annehmen. Prickelnd war es wahrscheinlich nicht für euch so am Wochenende. Ja, ist richtig, natürlich. Wir haben uns das Spiel ganz anders vorgestellt. Das erste Spiel, ja, eine Rückrunde zu Hause, Freitagabend, Flutlicht. Und ja, da 4:1 zu verlieren, ist natürlich extrem bitter und ärgerlich. Und dementsprechend war die Stimmung auch nach dem Spiel. Jetzt könnten wir es uns total einfach machen, oder ich könnte es mal einfach machen und sagen, hey, du hast doch gespielt als Innenverteidiger, wie konntest du 4 Gegentore zulassen? Was ist schiefgelaufen an dem Abend? Ja, ist richtig, kann man so sagen. Also ich meine, wenn die Abwehr ja 4 Gegentore bekommt, ist immer ja ein Stück weit ärgerlich und auch ja nicht gerade positiv. Aber im Moment ist es einfach so, es zieht sich durch wie ein roter Faden, dass wir einfach ja zu viele Fehler machen und die dann auch im Moment jeder bestraft wird und dementsprechend sind dann auch die Ergebnisse und die Anzahl der Gegentore. Ihr steht nach wie vor im Mittelfeld der Tabelle. Ihr seid, ich glaube ganz genau, ein Achter. Nach unten sind genügend Punkte Abstand, nach oben allerdings auch schon zu viel Rückstand. Ist es eine Saison, wo es dann so manchen Tags auch so ein bisschen schwierig ist zu sagen, ja, was ist eigentlich so unser Ziel? Was wollen wir packen halt noch? Ja, also natürlich ist es nach oben hin, wie Sie schon sagen, ja, eigentlich schon der Zug abgefahren. Nach unten hin sollte eigentlich auch nichts mehr passieren. Aber wir haben uns als Ziel genommen, dass wir ja vor allem auch in der Rückrunde jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Das ist uns jetzt leider ja die ersten Spiele nicht geglückt, aber halten trotzdem an dem Ziel fest, dass wir ja jedes Spiel gewinnen wollen, die 3 Punkte holen wollen und ja noch einige Plätze nach oben gut machen möchten. Also wir schenken diese Saison auf jeden Fall nicht ab. Da ist also Kampfgeist zu hören. Du bist ja nur einer der erfahrensten Spieler, hast schon Bundesliga gespielt, erste Liga, zweite Liga. Ist im Augenblick eine Situation, wo du auch spürst, du wirst gebraucht. Einfach weil du schon eine längere Karriere hast als die meisten anderen in der Mannschaft, weil du Erfahrungswerte hast, auch vielleicht in Situationen wie jetzt, wo es dann einfach mal nicht läuft. Ja klar, das ist auch meine ja, Verantwortung einfach, dass ich da versuche voranzugehen, den Spielern zu helfen, vor allem auch den jungen Spielern. Ja, dass wir jetzt die letzten Spiele verloren haben, liegt, denke ich, nicht nur an mir. Das ist eine ja, Mannschaftsleistung. Ist immer ein, ja, die Mannschaft ist dafür verantwortlich, zu verteidigen. Die Mannschaft ist dafür verantwortlich, auch Offensivakzente zu setzen. Und das haben wir jetzt einfach die letzten Spiele nicht so gut geschafft. Und mich persönlich ärgert es natürlich als erfahrener Spieler. Und dass ich da ja, natürlich versuche, immer alles zu geben und auch vorangehe. Aber trotzdem dann, ja, im Endeffekt stehen dann die Gegentore zugute und das ist dann natürlich nicht schön. Was kannst du denn machen? Was machst du vielleicht auch? Weil dieses Vorangehen, das ist so ein Wort, das fällt dann oft. Aber was sind das so für Dinge, die überhaupt möglich sind? Einer von außen würde sagen, hey, nach so einer Niederlage, die braucht man einen gescheiten Anschiss. Klar, das ist natürlich einfach formuliert, aber damit kannst du es auch nicht dann verändern. Nein, also es kommt immer darauf an. Es bringt auch nicht immer dann was komplett auf den Tisch zu hauen und komplett jetzt ja da jeden irgendwie anzuschreien. Es ist auch nicht immer ja förderlich. Für mich ist wichtig, dass man immer klare Ansagen macht, versucht aus den Fehlern zu lernen, vor allem die wir jetzt in der Vergangenheit gemacht haben. Da haben wir jetzt einfach viel zu viele gemacht, ja viel zu viele Spiele einfach.
Und man sieht, die Fehler werden bestraft. Und wenn wir die nicht abstellen, dann wird es schwer, muss man ehrlich sagen, auch gegen Eichstätt zu gewinnen, wie an so einem Abend wie jetzt am Freitag, wo wir wirklich eigentlich fast alles im Griff hatten. Und ja, dann ist wieder das Genick selbstbrechen durch individuelle Fehler. Und die ziehen sich einfach durch die Saison und sind im Moment einfach zu viel. Und die versuchen wir und müssen wir auf jeden Fall abstellen, schnellstmöglich. Du warst von 24 Spielen bei 23 Spielen im Einsatz. Hast ein Tor selber erzielt. Das ist für einen Innenverteidiger, glaube ich, völlig normal, dass die jetzt nicht gerade in der Torschützenliste ganz oben sind. Aber drei gelbe Karten, da könnte man jetzt sagen, was ist los? Vielleicht mehr Härte braucht das Spiel bei Hachinger. Braucht ihr im Moment eher diese harte Gangart? Ja, also anhand der gelben Karten will ich jetzt nicht das beurteilen, ob man jetzt hart spielt oder nicht hart spielt. Fakt ist, dass wir die letzten Spiele zu viel auf die Knochen bekommen haben. Der Gegner hat es uns immer wieder schwer gemacht durch die Spielweise, dass sie einfach aggressiv gespielt haben, dass sie uns auf die Knochen getreten haben. Und da müssen wir noch ein Stück weit, das stimmt, da müssen wir noch ein Stück weit aggressiver werden. Aber natürlich nicht dumm aggressiv, sondern dann im Zweikampf, wo man dann Ball und Gegner treffen kann. Da müssen wir mit Sicherheit noch das ein oder andere dazulernen, um da auch dann solche Spiele, weil viele Mannschaften in der Regionalliga Bayern spielen eben so, dass sie durch die Härte kommen oder über die Härte ins Spiel. Und das müssen wir annehmen. Aber das wissen wir auch und das haben wir schon ein Stück weit auch verbessert. Aber vielleicht noch expliziter dann in den Spielen, dann in den Zweikämpfen, wenn es dann möglich ist, zur Sache gehen, klar. Bevor wir auf die nächsten Spiele zu sprechen kommen, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, weil du schon mal dran bist, so ein bisschen über deine Karriere noch zu sprechen, die schon sehr lang geht. 2006 ging es richtig los so als Profi und dann hast du auch einige Stationen hingelegt, Stuttgart, Ingolstadt, Osnabrück, Würzburger Kickers, Karlsruhe, also auch alles sehr bekannte, traditionelle, große Clubs. Jetzt dann bei den Hachingern, du wirst 35, wenn ich mir so richtig gespickt habe. Da kann man so schon sagen, okay, das ist jetzt so sicherlich der Abschlussteil der Karriere. Wenn du so für dich die bisherigen Jahre, die bisherigen Stationen so ein bisschen beleuchtest, gab es da so das Jahr, die Saison, wo du sagst, das war der Knaller schlechthin? Einfach für den Fußballer Dave Pissot gesprochen. Mhm. Ja, ich hatte, wie Sie schon gesagt haben, wirklich sehr schöne Vereine, wo ich spielen durfte zum Glück und hat auch immer riesen Spaß gemacht. Ich war auch bei den meisten Vereinen über längere Zeit, also mindestens 2-3 Jahre. Aber da jetzt eine Saison rauszupicken, natürlich, Aufstiege sind immer schön. Da hatte ich mit Ingolstadt den Aufstieg damals in die Zweitliga über die Relegation, wo wir es gepackt haben gegen Rostock, war mit Sicherheit ein Highlight-Jahr auf jeden Fall. Aber auch der Aufstieg mit Karlsruhe in die Zweitliga war auch ein Mega-Highlight. Ja, gibt viele. Auch mein erstes Bundesligaspiel, was leider mein letztes Bundesligaspiel war. Aber das wird auch immer in Erinnerung bleiben. Gegen den Hamburger SV, nicht vergessen. Genau, gegen Hamburger SV in Hamburg. Und es sind so Momente, die vergisst man nicht und die bleiben ein Leben lang. Und ich hatte mit allen Vereinen wirklich sehr, sehr schöne Momente. Und hoffe und gehe davon aus, dass mit Unterhaching auch noch einige schöne Momente dazukommen. Wenn dann so ein Wechsel kommt bei einem Fußballer, der eben so auf Mitte 30 zugeht, zur Spielvereinigung Unterhaching in die Regionalliga Bayern, dann ist klar, da sind ganz andere Aufgaben mit verbunden für dich als Spieler. Wie habt ihr euch da damals so abgesprochen? Meinen Sie jetzt mit den Verantwortlichen oder mit wem? Genau, was war so die Idee, weshalb Sie gesagt haben, Dave, wir wollen dich haben und was war so deine Intention, weshalb du gesagt hast, okay, Haching, das ist nochmal etwas, das packe ich an? Ja, für mich war klar die Entscheidung, dass Haching für mich ein sehr, sehr ambitionierter Verein ist. Die sind jetzt abgestiegen in die Regionalliga und mein Ziel war es und ist es auch weiterhin, den Verein zu helfen, in die dritte Liga wieder zurückzukommen, wo er hingehört. Und das habe ich einfach so als Projekt gesehen, dass man jetzt einen ambitionierten Verein hat in der Regionalliga, der aber den Anspruch wieder hat, in die dritte Liga zu kommen und dementsprechend auch seinen Kader verstärkt hat. Und das ist natürlich das Ziel, was ich habe, dass wir da auch wieder hinkommen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, unabhängig von Gesprächen, die sehr gut waren, muss ich sagen, von Trainerseite, verantwortlichen Seiten, habe ich mich dann dazu entschieden, nach Haching zu gehen. Und jetzt werden wir nochmal gucken, was steht als nächstes an, die nächsten Spiele. Da ist einmal Memmingen, dann Eltersdorf, das sind Auswärtsbegegnungen und dann zu Hause gegen den FC Bayern 2, die Tabellenzweiter aktuell sind. Also das wird eine ganz brisante Nummer. Die anderen beiden vorher, die sind hinter euch in der Tabelle. Also die Konstellation wäre jetzt so,
wenn man drauf guckt, dass man sagt, okay, jetzt kommen zwei vermutlich leichtere, bevor dann der dicke Brocken kommt? Leichter würde ich jetzt mittlerweile schon länger nicht mehr sagen, weil wir haben es gesehen in der Vergangenheit, auch in der Hinrunde, dass wir gegen vermeintlich leichte Gegner uns sehr schwer getan haben, teilweise auch verloren haben die Spiele. Und deshalb, wer jetzt irgendwie noch einen Gegner als leicht bezeichnet oder unterschätzt, ist, denke ich, fehl am Platz. Wir wissen mittlerweile, dass alle Fußball spielen können, ja, dass jede Mannschaft ein paar Spieler drin hat, die auch kicken können. Und eklig sind sie eh alle, sage ich mal, auch von der Zweikampfführung. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Und ja, deshalb, leichte Gegner gibt es für uns nicht mehr. Jeder Gegner ist hart zu bespielen. Und ja, ob es jetzt Bayern ist, Eltersdorf oder Eichstätt, jeder Gegner kann uns schlagen. Das hat man gesehen, aber wir können auch jeden Gegner schlagen. Wenn wir die richtige Einstellung haben und wenn wir richtig vorbereitet ins Spiel gehen, dann sind wir in der Lage, gegen Bayern, gegen Eichstätt und gegen jeden anderen Gegner in der Regionalliga zu gewinnen. Also in der Regionalliga Bayern würde jeder sagen, da ist ja jedes Spiel eine Art Derby. Ist trotzdem dann, wenn so eine Begegnung ansteht, wie zum Beispiel gegen den FC Bayern 2, dass dann nochmal so Derby hoch 2, also das ist dann so richtig so dieses Brisante, weil man sich so von der Region her so nah beieinander befindet? Ja, klar ist dann nochmal ein Stück weit Brisanz drin in dem Spiel, ist klar. Allein dadurch, dass es wirklich unmittelbar in der Nähe ist, ist da nochmal ein Stück weit mehr Fokus auf dem Spiel, das ist klar. Und wir haben ja noch aus dem Hinspiel haben wir noch eine kleine Rechnung offen. Ich will nicht sagen, Rechnung hört sich mal ein bisschen blöd an, aber da müssen wir noch was gut machen. Und ja, da wollen wir natürlich gerade gegen Bayern dann in dem Derby, wie Sie sagen, dann auch gewinnen. Aber vorher haben wir noch andere Aufgaben, die sind auch schwer genug. Jetzt mit Memmingen am Wochenende, um das nächste Spiel zu nennen, geht's los. Und ja, da müssen wir einfach dann erstmal dieses Spiel bestreiten und dann können wir uns auf die anderen Spiele auch konzentrieren. Dave, danke, dass du ein paar Minuten genommen hast heute. Jetzt gerne. Gute Vorbereitung für die nächsten, für die kommenden Aufgaben und eben auch für den Rest der Saison. Danke dir und Servus. Danke auch. Tschüss.